Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie groß ein YouTube-Thumbnail sein muss und worauf ihr noch drauf achten müsst. Also, auf geht's! Euer Thumbnail sollte im Seitenverhältnis von 16:9 sein und eine Mindestbreite von 640 Pixeln haben. Aber ich empfehle euch die doppelte Breite von 1280 Pixeln mal 720. Achtet bitte darauf, dass das Bild nicht größer als 2 MB groß ist. Und ihr könnt die Formate wählen, JPEG, GIF, BMP oder PNG. So, das sind eigentlich schon so die Grundwerte, die ihr braucht. Damit könnt ihr arbeiten. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr das in Photoshop einstellen könnt. Also ihr öffnet Photoshop, macht auf Neu erstellen und dann geht ihr hier. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr Pixel eingestellt ist. Könnt das hier eingeben, 1280 x 720 und erstellen. Und peng, könnt ihr jetzt hier euer Thumbnail aufbauen. Wenn ihr kein Photoshop habt oder ihr wollt euch jetzt auch nicht in irgendeine Software da einarbeiten oder die euch besorgen, dann könnt ihr auch auf Canva gehen. Einfach mal www.canva.com eingeben und dann kommt ihr hier auf diese Seite. Hier könnt ihr alle möglichen Grafiken ganz einfach erstellen. Erstmal kostenfrei, das heißt, wenn ihr zusätzliches Footage dort hinzufügen möchtet, dann könnt ihr hier auch Geld ausgeben. Aber so für den Einstieg ist das erstmal super. Ihr gebt hier ein bei der Suche YouTube. Hier habt ihr jetzt verschiedene Optionen. Die YouTube-Miniatur ist das, was wir suchen. Das ist der Thumbnail. Hier seht ihr auch 1280 x 720 Pixel. Und dann habt ihr hier ganz wunderbare Vorlagen, die ihr dann gestalten könnt. Hier könnt ihr den Text verändern, die Bilder verändern, alles Mögliche. Ich habe versprochen, ich mache es ganz kurz. Jetzt zeige ich euch nochmal ganz schnell, wie ihr bei YouTube das Thumbnail einstellen könnt. Ihr geht hier auf Video hochladen. Ich nehme jetzt hier mal irgendeinen Beispielclip, lade den hoch und jetzt kommen wir gleich in die Auswahl. Und hier könnt ihr hier unten auf Thumbnail hochladen. Und hier nehme ich jetzt einfach mal irgendeins. Zack, und hier steht es drin. Ganz einfach und easy. Wenn ihr wollt, dass ich in Photoshop mal ein Thumbnail anlege und bearbeite, dann sagt mir mal Bescheid in den Kommentaren. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bin Lars Zacharias. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.